Ich glaube, wir sind uns alle einig, uneingeschränkt, dass es nicht nur das Gute gibt, sondern dass es auch das Böse gibt. Dass es die gute Seite gibt, aber auch natürlich die negative Seite. Dass es das Licht gibt, aber dass es auch die Dunkelheit gibt. Da brauchen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren. Da sind wir uns alle einig. Aber was ist eigentlich diese Dunkelheit? Woher kommt sie? Woher kommen bestimmte Dinge, die auf diesem Planeten geschehen, wo viele Menschen und immer mehr Menschen mich fragen, das kann doch nicht von Menschen kommen, das kann doch nicht von Seelen kommen. Da steckt doch was anderes dahinter. Das sind doch keine Menschen, die so etwas tun. Nun, ich habe tatsächlich in den letzten Monaten erlebt, dass es dunkle Mächte gibt, die nicht menschlich sind. Ich wusste es, aber ich habe es erlebt. Ich habe es auch gesehen. Und einige werden jetzt sagen, jetzt spinnt sie vollkommen. Nein. Das, was wir sehen, ist tatsächlich nur 1% von allem, was da ist. 99% sehen wir nicht. Zumindest nicht mit unseren normalen Augen. Zumindest nicht im Alltag. Dafür muss man schon wirklich in die Tiefe gehen. Dafür muss man auch wirklich, ja, anfangen, sich mit dem Universum zu beschäftigen, auch mit Quantumphysik zu beschäftigen. Und dafür muss man auch offen sein. Und dann sieht man es auch. Es gibt tatsächlich Dunkelmächte. Und das sind keine Menschen. Und sie nähren sich vor allen Dingen von den guten Seelen. Je mehr Licht eine Seele hat, desto mehr versuchen auch die Dunkelmächte, darauf Einfluss auszuüben. Und wir sind im Augenblick in einer Phase auf diesem Planeten, wo sehr, sehr viele sehr, sehr gute Seelen da sind. Sehr viele aufgeklärte, sehr viele wache und auch sehr viele gute Seelen. Und es werden auch sehr viele und immer mehr gute, junge Seelen zur Zeit geboren. Und unsere größte Aufgabe ist es, diese Seelen zu schützen, dafür zu sorgen, dass sie sich im Guten entwickeln können. Und das passt natürlich diesen Dunkelmächten absolut ganz und gar nicht. Denn sie werden von all diesem Guten bedroht und gleichzeitig nähren sie sich daraus, ziehen daraus ihre Energie. Nur so kann man erklären, was im Augenblick auf diesem Planeten los ist. Ja, die Dunkelmächte schlafen nicht. Sie sind da. Sie bestehen nur aus zwei Elementen von den vier Elementen, die wir haben. Sie bestehen nur aus Feuer und Luft. Und ich habe sie gesehen. Feuer und Luft. Und sie sind schnell. Schneller, als wir uns vorstellen können. Sie sind in einem Augenblick hier und im nächsten Augenblick dort. Und sie sorgen auch dafür, dass gerade gute Seelen, denen es besonders gut geht, wo alles toll ist, im nächsten Augenblick sich ganz fürchterlich fühlen oder was Schlimmes passiert. Der Schöpfer lässt es zu. Warum? Weil er möchte, dass diese guten Seelen noch mehr aufsteigen. Und noch mehr Licht bekommen, mit Hilfe des sogenannten freien Willens. Der Schöpfer ist immer da. Nichts geschieht, was nicht geschehen darf. Und gleichzeitig schaut er sich an, was wir mit unserem freien Willen aus dieser Situation machen. Und nicht alle machen das, was sie machen sollen. Unser freier Wille entscheidet darüber, in welche Richtung wir uns bewegen. Wie gesagt, alles unter der großen, großen, unendlichen, universalen Kraft des universalen Lichts des Schöpfers. Und die Dunkelmächte sind da. Wie gesagt, sie nähren sich aus den Seelen der guten Menschen. Sie sind ganz schnell überall da.
Sie sagen uns auch, was sie tun. Sie sagen es uns. So rechtfertigen sie sich. Damit rechtfertigen sie sich. Nein, sie sind nicht heimlich, still und leise. Sie sind auch nicht hinterlistig. Absolut nicht. Sie sagen uns ganz genau, was sie vorhaben. Und sie zeigen es uns auch. Und wir haben mit unserem freien Willen die Möglichkeit, darin mitzugehen oder nicht darin mitzugehen. Das, was sie uns erklären, das, was sie uns mitteilen, was sie vorhaben, ist niemals logisch. Wer seinen gesunden Menschenverstand einschaltet, der seine Logik einschaltet, der sieht, dass da etwas nicht stimmt. Aber es ist natürlich einfach, darin mitzugehen. Viele von uns haben verlernt, auf ihre eigene Seele zu hören, in sich hineinzuhören. Die Lösung kommt natürlich nie von außen. Die Lösung kommt immer nur von innen. Immer nur von innen. Höre ich auf meine Seele? Höre ich auf meine innere Stimme? Auf mein inneres Bauchgefühl, welches mir sagt, da stimmt was nicht. Vielleicht ist es doch ganz anders. Vielleicht ist es wirklich so, dass diese Dunkelmächte dahinter stecken. Die Dunkelmächte bestehend aus Feuer und aus Luft, die unglaublich schnell sind, die aber auch mit Liebe, die ich mit Liebe, mit ganz viel Liebe zerstören kann, mit ganz vielen guten Seelen, die gerade geboren werden. Aber dafür muss ich diese neuen, frischen Seelen, diese jungen Seelen, diese guten Seelen, dafür muss ich sie schützen und stark machen, stärker machen. Und dafür sorgen, dass sie geschützt sind, dass sie frei sind und dass sie in Liebe leben und Liebe verbreiten können. Ganz viel Liebe. Das ist unsere allerstärkste Waffe. In vielen Videos habe ich es ja schon erzählt. Es sind unsere Werkzeuge, die in der Schublade liegen, die wir jetzt brauchen. Die Werkzeuge der Liebe, die Werkzeuge der Gemeinsamkeit, des Füreinander-Daseins. So schaffen wir es, gegen diese Dunkelmächte anzugehen. Und sie sind da, wie gesagt. Ich habe sie gesehen. Sie sind schnell, irrsinnig schnell. Ich habe keine Angst vor ihnen, absolut nicht. Es bedeutet allerdings, dass ich Entscheidungen treffen muss und dass ich vielleicht nicht die ganz schnelle, kurzfristige Befriedigung bekomme, die ich gerne hätte. Es bedeutet vielleicht auch viele, viele Einschränkungen. Es kann sein. Bin ich bereit dazu? Bin ich bereit dazu, womöglich hier hinter mir in einem solchen Wald zu leben, mit anderen Menschen, die genauso denken wie ich, mich von den Beeren zu ernähren, die es dort gibt und nicht mehr die Dinge, die materiellen Dinge zu haben, die jetzt mein Leben erleichtern? Bin ich dazu bereit? Es könnte sein, dass ich dazu bereit sein sollte. Es hat in unserer Geschichte schon viele Zeiten gegeben, in denen es den Menschen besonders gut ging, aber auch Zeiten, in denen es alles ganz anders aussah. Bin ich bereit zu kämpfen für die Liebe? Bin ich bereit dafür zu sorgen, dass unser Planet endlich ein Planet wird, der frei ist, ganz frei ist, mitzukämpfen für einen Planeten, der ganz frei ist von Negativität, zumindest zu versuchen, so viel wie möglich Negativität wegzukriegen. Respekt, wieder zurück zum Respekt für die Menschen, für unsere Mitmenschen. Respekt auch für die Tiere und für die Natur. Weg von den Dingen, die teilweise produziert werden, um uns zu schaden, die wirklich gemacht werden in Fabriken,
um uns selbst zu schaden. Es ist unsere freie Entscheidung und unser freier Wille.